Und weil ich halt dringend Leute brauche, stehe ich jetzt hier und frage jede Person, die Lust haben, bei uns zu arbeiten. Hallo, haben Sie eventuell Interesse an einen Job? Nö. Eventuell in der Gastronomiebereich? Nee. Grüß Sie, ich biete Jobs an. Haben Sie Lust zu arbeiten? Sie können sich das mal wenigstens angucken, oder? Morgen wäre das ein bisschen knapp. Wenn der Wille da ist, schaffen wir das zusammen auf jeden Fall. Ja. Seit gestern war ich dabei, jetzt keine Aufregung, aber jetzt ist schon ein bisschen die Aufregung da. Komm, gib Gas. Das muss viel, viel schneller gehen, ne? Die Gäste kommen gleich alle. Okay. Wir sind zufrieden, Not am Mann, wir nehmen ihn auf. Wunderbar. Super. Mario, hast du schon mal auf die Uhr geguckt? Wir haben schon 11 Uhr, Diokane. Die ganzen Tische müssen fertig sein. Was machst du mit den Gläsern? Okay. Mach doch mal bitte die Tische schneller. Gibt's doch gar nicht. Gäste kommen jetzt und wir sind noch nicht mehr fertig. Das geht gar nicht mehr. Stell dich Gas. Ich hab viel zu tun. Ich hab drüben was zu tun. Mach bitte. Und jetzt bitte. Die Stühle müssen weg. Wir müssen eine lange Tafel herstellen. Bitte, gib Gas. Das kann doch gar nicht sein. Du kannst ja auch helfen, wenn du willst. Ich hab genug. Willst du nicht mal mithelfen? Mari, ich hab keine Zeit. Was denkst du? Ich hab so viel zu tun. Auch. Ich muss mal die ganzen Rechnungen wegschicken. Du musst das alleine jetzt schaffen. Ich sag dir 100 Mal. Nein, ich hab dir 100 Mal gesagt. Wenn wir keine Leute haben, dann müssen wir halt flexibel früher aufstehen. Noch früher. Was sucht ihr dann jetzt heute? Ja, wir suchen sehr weit, Leute. Also das ist meistens so, dass wir morgens hier das Frühstück machen, dann gehe ich hoch auf die Zimmer und mache die Zimmer sauber. Dann komme ich wieder runter, dann mache ich die Toiletten sauber, dann decke ich das Restaurant ein und dann muss er das ganze Papierkram machen. Das ist... Beine jetzt alles, oder wie ist das zu bewältigen für dich jetzt? Das ist sehr schwierig, also mit einer großen Gesellschaft. Wir sind zu zweit, also er und ich. Und das ist schon, also das muss alles organisiert sein. Sonst läuft da gar nichts und wir haben dann keine Gäste mehr. Dann können wir zu Hause bleiben. Dankeschön. Für dich alles easy, aber es muss alles richtig funktionieren. Also erstmal sind die Bewerber 15 Minuten zu spät, das freut mich mal richtig. Also wir haben nur einen, der pünktlich da ist. Und dann erwarte ich natürlich, dass sie heute richtig ins kalte Wasser springen. Na, wir haben heute jetzt, wie gesagt, eine Gruppe da und wir sind schon verwöhnte Gäste, die wir bekommen. Wie die mit einem Tablett 4, 5 Teller tragen, Schnelligkeit, Präzision. Das muss alles heute stimmen. Und auch mit Stress, also das ist wie gesagt, das ist jetzt Stress pur, die müssen halt durch. Oh, der erste Arbeitstag, der Chef schreit schon rum und guckt die ganze Zeit auf die Uhr, passt das denen? Oder sind die sich einfach zu bequem zu sagen, nee, da gehe ich nächsten Tag gar nicht mehr wieder hin? Und das wird schon, mal gucken, wie das so alles anläuft. Okay, prima. Schon, kein Thema. Gut, warte mal. Ah, ich muss auflegen, ciao. Hallo. Grüß dich, Bruder. Schön, dass du da bist. Ja. Freut mich, dich zu sehen. Pünktlich, danke schön, dass du da bist. Wir sind hier ziemlich im Stress. Okay. Das heißt, Jacke aus, ich schmeiß dir gleich die Schürze gleich, ne? an. Meine Frau macht schon gleich, okay. Muss mit anpacken. Anderen Sachen besprechen wir gleich, was heute alles anläuft. Okay. Na, bitte, komm. Alles klar. Ich gebe hier die Schürze. Komm. Sie doch weiß, dass hier... Zack. Einmal um sich, perfekt. Super, komm. Gut, was soll ich Gas, tun? Gas, bitte. Meine Frau ist jetzt gleich deine Ansprechpartnerin für Eindecken. Hallo. Wir müssen hier eindecken. Hallo. Schatz, was ist Puja, Puja, Maria? So, die Stühle am besten gleich dran. So, die Stühle am besten gleich dran. Okay. Die Lounge muss weg. Wir müssen noch Frühstück abbauen. Das heißt, wir haben viel zu tun. Komm. Okay. Ein Part nach den anderen. Das heißt, ich soll erstmal die Stühle alle. Ja, genau. Alle weg, damit wir ein bisschen Platz haben. Bitte. Okay. Also, erzähl nochmal. Also, seit gestern war ich dabei. Jetzt keine Aufregung und. Gut geschlafen, aber jetzt ist schon ein bisschen die Aufregung da. Moment, bitte. Ja. So. Bitte. Ich muss sehen, dass das so ein bisschen schräg ist von den Gast. So, dann nehmen wir eins. Du musst immer darauf achten, dass die
Bestecke zum Schluss immer gut poliert sind, dass keine Wasserflecken da sind. Ja. Ja, siehst du, kann was passieren. So, beim Messer ist das auch, dass alles perfekt ist. Muss alles stimmen. So. Das nehmen wir uns weg. Das auch. Also jetzt immer drei Messer und drei Gabeln. Gut, jetzt musst du noch eine dazu machen, bitte. Okay. Und bitte achte darauf, die du schon gelegt hast, Messer, ja, dass die ohne Wasserflecken sind. Okay. Mach das wirklich nochmal durch. Gerne. Gut. So, mach das und zügig. Messer, das ist noch die Wasserflecken. Du hast gesagt, du hast schon eingedeckt. Ja. Und dann machst du hier einen Löffel für die zweiten Anpassungen. Alle du, oder? So, wir haben jetzt die Brotteller, da kommt jetzt Olivenöl drauf, okay, bei den Gästen, wenn die da sind. Das heißt, wir müssen das jetzt mit einem Schlag, am besten nimmst du eine linke, eine Spitze hier vorne und den Rest einfach hier drauf. Der Rest? Ja, drauf. Ja, wackelt bei dir. Es darf nicht wackeln, so, hoch, runter. Ja, es wackelt. Okay, und dann, wenn wir an den Tischen sind, einfach komm mit, zeige ich dir. Auch was wichtig ist, ist, ja, wenn wir die Teller haben, also du nimmst einen so in die Hand. Okay. Versuch mal. Super. Dann hast du halt die hier fingerfrei. Ja. So, und dann die hier drauf. Ne? Was wichtig ist, Teller darf nicht so, es darf kein, ja, Körperkontakt herrschen. Auch, also von dem Gast darf nie sehen, dass wir Körperkontakt haben, außer unsere Hände, die da dran sind. Achte ich drauf. Okay, bitte. So, jetzt gehen wir an den Tischen. Am besten eigentlich. So, dann nimmst du die. Zack. Am besten, wir haben jetzt einen Teller mit einem Muster. Muster, ja, muss gerade zum Gast zeigen. Okay. So, nächster. So, jetzt versuch mal selber ein, zwei. Ist das für dich zu wackelig, die Teller? Weil es, oder ist das schon stabil genug? Noch nicht stabil genug, aber auch nicht so wackelig, dass das jetzt fällt. Okay, gut, dann weiter. So einen kleinen Zitterer habe ich immer, aber es ist schon stabil. Die Tür vorne, Restaurantkasten. So, wir haben jetzt einen Prosecco-Empfang für die Gäste. Die ersten Gäste kommen jetzt. Ich bitte dich einmal, wir haben hier eine Magnumflasche. Aufzupassen, die ist schon, ja, die soll nicht runterfallen. So, wir haben hier einen Eistrich, das heißt 01, die Gäste bekommen. Ja. Diese Markierung darf nicht überschritten werden. Ja. Guck mir ganz kurz. So, dann mache ich den mal zwei fertig. So, in der Zwischenzeit, wenn einer wieder runtergeht, kannst du einen anderen anfangen. Ja. So. Ich bitte dich, die Markierung in Acht zu halten. Ne? Mach's okay, weiter, weil ich habe jetzt noch. Alles klar. Super. Und soll ich dann die am Tisch bringen, oder? Mach die erst. Perfekt. Hast du noch einen schnellen Auftrag? Ja, gleich. Eis, Eisbrunnen, aber warte ganz kurz. Das muss viel, viel schneller gehen. Ne? Die Gäste kommen gleich alle. Okay. Pass auf den. Komm, gib Gas. So, die Markierung. Das hier ist zu wenig. Das geht nicht. Das muss schneller und besser. Guck mal, hier ist auch zu wenig. Kann ich kein Gas geben. Ne? Das ist okay. Das sind hier zu wenig, die drei. Mach einen richtig, da kannst du alle anmessen. Geht viel schneller. Tablett. Super. Bitte zwei, drei, vier Gläser. Die Gäste nehmen jetzt ein Prosecco. So, komm. Nicht wackelig sein, bitte komm. So. Hallo, bitte sehr, ein Sekt. Bitte schön. Dankeschön. Dankeschön. So. Ja, zum Wohl.
Aber das ist halt was Neues für mich, große Flasche und genau einschenken und darauf achten, lange nicht gemacht, das ist schon ein bisschen aufregend. Aber das kriege ich auch noch irgendwie hin. Info? So etwa, ne? Ja, genau. Nicht so ganz dick. Mhm. Genau.